Ende der englischen Woche in der Regionalliga Süd stand auf dem Programm das Spiel Barlinger SC gegen den FC 08 Homburg. Der Barlinger SC beendet die englische Woche mit einer Niederlage. 1-2 verloren beim Nico Gudjar. Und der Präsident oder Vorstand, Peter Bühler, nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. Das Geschenk kam leider nicht von der Mannschaft. Fang mal an, Nico. Ich habe zwei verschiedene Halbzeiten heute gesehen. Erste Halbzeit geht an Homburg. Und zweite Halbzeit geht durchaus an euch. Kann man das so sehen, oder? Nein. Also ich sage jetzt mal, Homburg war einfach in der ersten Halbzeit effektiv mit den zwei Toren, die sie geschossen haben. Aber ich finde, wir haben uns sehr, sehr gut gewehrt. Wir haben uns reingeworfen, haben versucht, den richtigen Parole hier zu bieten. Hatten auch, ja, wenn die letzten Pässe ein bisschen besser ankommen, dann haben wir auch bessere Möglichkeiten, vielleicht noch mehr Druck auf die Homburger auszuüben, aber ja, ist uns leider nicht gelungen. Homburg macht zwei Tore in der ersten Halbzeit und ja, zweite Halbzeit war natürlich, wir wollten unbedingt. Homburg wusste, wenn sie eins kassieren, dann kann der Baum ganz schön brennen, ja. Und so war es dann auch. Amir macht das Tor nach super Flanke von Pipic und dann hat man auch gemerkt gehabt, da war die ganze Mannschaft wieder on fire und wir hatten richtig Bock, das Licht einfach so herzuschenken. Und beide Mannschaften sind ja im gesicherten Bereich, aber trotzdem herschenken tut man nichts, man spielt noch schön durch, man tut sich ein bisschen gegenseitig hochschauen, man wollte vor Homburg bleiben, ist schon wieder hinter Homburg, also der Ehrgeiz ist immer noch da, obwohl man geredet ist, oder? Ja, ganz klar, beide Mannschaften haben ein Tempo vorgelegt, es war ein intensives Spiel, man hat sich nichts geschenkt, wir waren auf Augenhöhe mit Homburg. Und man muss immer sagen, wo wir herkommen, wo Homburg herkommt. Homburg ist eine absolute Profitruppe, muss man immer betonen. Und wenn vor der Saison jemand gesagt hat, dass wir vom Rückspiel vor Homburg stehen, und da hat jeder gesagt, das kann nicht sein. Also wir haben heute verloren nach einem guten Spiel. In Homburg haben wir einen wichtigen Sieg eingefahren. Da haben wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite gehabt. Heute haben wir vielleicht ein bisschen das Pech auf unserer Seite gehabt. Von daher kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Mannschaft hat alles rausgehauen, was möglich war. Und ganz klar, die Bäume wachsen in den Himmel. Man muss die Kirche im Dorf lassen, oder wie es alles so schön heißt. Wir haben einer Profitruppe Parole geboten und sind mit der in der Tabelle, ich glaube, einen Punkt sind wir jetzt hinten dran. Und das ist ja überragend, was unsere Mannschaft in dieser Saison bisher geleistet hat. Also da kann man noch den Hut ziehen und die Mannschaft, wenn ich Mannschaft meine, meine ich alles drumherum, mit Trainerteam, Funktionsteam, alle, die irgendwo daran beteiligt sind. Kommen wir mal zu dir, Nico. Warum haben wir jetzt den Nico heute dabei? Erstens mal bist du seit dieser Runde beim Barlinger SC und zweitens mal dein Vater, Harry, genannt Flo, war auch beim BSC. Du bist jetzt im gestandenen Fußballer, da hat er gesagt, Harry, du gehst jetzt nach Balingen. Da habe ich schon gespielt, da war ich Publikumsliebe. Oder wie war das deine freie Entscheidung? Oder hat der Vater schon ein bisschen Mitspracherecht gehabt damals? Na, Mitspracherecht jetzt nicht unbedingt. Also es war schon meine freie Entscheidung. Also klar, ich weiß, ich bin ja auch hier groß geworden auf dem Sportplatz. Ich war bei den meisten Spielen immer als kleiner Pimpf bin ich hier rumgelaufen. Papa hat 8 Jahre waren es, glaube ich, wo er hier gespielt hat. Könnte sein, ja. 8 Jahre. Könnte sein, ja. Der hat sich hier auch einen Namen gemacht, ganz klar. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Bei mir war es einfach so, dass ich auch Richtung Heimat wieder, Heimat verbunden und auch ein Teil von der BSC-Geschichte einfach sein wollte, weil hier sich sehr, sehr viel entwickelt hat. Und ich hoffe, dass ich da halt einfach meinen Teil dazu beitragen kann und den ganzen Verein oder die Mannschaft ein bisschen vorwärts bringen kann. Gut, dein Vater kam auf dem FC Sechser von der Kreisliga B. Damals in die Verbandsliga habt ihr ja gespielt. Hatte auch schlecht erfahren. Da habe ich bin nie rankommen, nie noch beim Sportplatz, bin immer hinterhergelaufen. Wie war es bei dir, Dieter? Ich glaube, da hast du auch öffentliche Gefechte ausgetragen auf dem Sportplatz. Ja, klar, wir waren derselbe Jahrgang. Wir haben in der Jugend, da hat Sechser eine sehr gute Jugend gehabt.
Wir vom Balinger SC auch. Und haben in der Bezirksmeisterschaft gegeneinander gespielt. Und da war der Harald schon der Mann beim FC Sechsau. Und unser damaliger Jugendtrainer, Max Preisacher, der leider nicht mehr unter uns weilt, der hat damals schon gesagt, das wäre einer für Balingen. Und hätten Harald auch weiterempfohlen. Und irgendwo, ich weiß nicht, wie alt er dann war, 2-3 Jahre später, ist er dann nach Balingen gekommen und war halt eine feste Größe bei uns in der ersten Mannschaft. Mittelfeldtrainer vom Typ her, auch die Mutter, die Ute, immer mit Herz dabei. Dick befreundet mit Roland Ranzer und mit der Gabi. Die Gabi ist sogar die Patentante, genau, wenn ich es richtig denke, vom Nico. Und das sind schon enge Banden. Und ja, der Harald war ein guter Spieler und ist immer gern gesehen, weil er feiner Kerl ist. Bei dir geht der Vertrag weiter beim BSC. Da gibt es ja keine Frage, du weitermachst. Kurze Züge, schnell, wir haben die Zeit schon wieder fast überschritten. Was ist das Besondere am BSC? Was sagst du? Du bist ja von Jugendausbilder beim Sportclub gemacht. Außer Santiago Fischer, glaube ich, gibt es beim BSC weniger, wo keine Ausbildung haben beim Sportclub. Es gibt schon der ein oder andere. Ja? Ja. Müssen wir jetzt nicht auch erzählen, aber was ist das Besondere, was du jetzt sagst, okay, das ist super beim BSC? Naja, also vor allen Dingen die das ist familiäre. Also ich, wie gesagt, ich komme jetzt schon zeigt klein auf, immer wieder hier auf dem Sportplatz und es ist einfach geil, was hier für eine Emotion oder was hier für Gefühle rüberkommen. Jetzt leider weniger, weil einfach keine Zuschauer da sind und Ponte auch einfach zu hat. Aber wenn man es wirklich so kennt, wie ich es kennengelernt habe, dann weiß man schon, was hier hinter dem ganzen Verein steckt, was da alles an Arbeit drin steckt und das ist einfach das, was man auch schätzen sollte und schätzen muss. Jetzt kommen wir noch, letzte Fall Regionalliga Süd. Es gibt auch noch ein bisschen so Gesprächsthema, die auf- und absteigen. Es sind ja normalerweise 6 Absteiger Regionalliga Süd. Jetzt spricht man schon wieder, alle Mannschaften sollten nicht aufsteigen, weil die Runde noch mit 8 Mann Spiele sind. Von einer zweigeteilten Regionalliga Südwest spricht man. Was ist jetzt dein Kenntnisstand? Mein Kenntnisstand, der letzte Kenntnisstand ist, dass Rechtsgutachten eingeholt werden, wie es entschieden werden soll mit Auf- und Abstieg. Mehr weiß er nicht. Ich bin nur froh, weil ich davon ausgehe, dass wir mit all dem nichts zu tun haben. Denn das ist schlimm für die Vereine, die vielleicht am zweitletzten Spieltag nicht wissen, spielen wir jetzt noch in der Regionalliga, spielen wir das nächste Jahr in der Oberliga. Ist schade, dass man solche Dinge nicht im Vorfeld klipp und klar regeln kann. Dann habe ich ja gewusst, im Juli, als die Runde begann, dass wir Corona haben, dass Ungewissheit ist. Und das finde ich schade, dass man das nicht klar geregelt hat. Letztes Jahr wurde man überrascht von Corona, da kann man das nicht wissen, aber in diesem Jahr hätte man das regeln können. Und wie gesagt, wenn ich von uns ausgehe, wenn wir jetzt immer steigen wir ab, steigen wir nicht ab, oder gibt es Absteiger, gibt es Aufsteiger. Und man weiß, wie gesagt, 2 Spiele vor Schluss nicht, wenn man auf dem Abschlussplatz steht. Das ist dann immer schwierig, auch für die Trainer, die Mannschaft zu motivieren, die Mannschaft, die Unsicherheit rauszubekommen. Von daher bin ich froh, dass bei uns bisher die Runde so super gelaufen ist, dass wir hier, also man darf nie zu optimistisch sein, aber dass wir, wenn es normal läuft, wissen, wo wir in der nächsten Saison spielen. Aber in was für Form, ob es dann mit 26 Mannschaften, mit 20 Mannschaften geteilt oder nicht geteilt, das ist alles offen. Fakt ist, nochmal eine Saison mit 42 Spielen, ich glaube, das wünscht sich kein Regionalligist mehr, denn das geht über die Leistungsgrenzen zum einen, genau. Spieler, Trainer, uns Verantwortliche. Also alles, es darf alles geben, nur nicht wieder eine Saison mit 42 Spielen. Und eine Saison ohne Zuschauer auch wieder nicht. Heute wären wir sicher 14, 1500 Zuschauer da gewesen. Danke für das Gespräch, das ist ein bisschen länger geworden. So, das wäre es gewesen hier vom Stadion Ponte Rosa. Leider schönstes Wetter, leider keine Zuschauer. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute. Ciao. Tschüss dann.